Wir werden auch einfach direkt mit der Aufnahme starten, weil wir wollen ja heute fertig werden. Es wäre so Premium, heute Jade Alliance 3 fertig. Morgen, sage ich mal, nochmal so ein bisschen ganz chillig, einfach mal so vielleicht Spiele anspielen. Und dann am 3. um 17 Uhr Baldur's Gate 3. Vielleicht nicht genau ab 17 Uhr, weil es sind ja 122 GB Preload, kann ich schon sagen. Schon Batzen für meine Leitung. Aber so ist das halt. Die Telekom-Leitung schafft halt nur so 35 MB die Sekunde. Jetzt sagen andere wieder, ich habe eine viel schlechtere Leitung. Ja, gibt es auch. Aber ich war schon mal bei, was hatte ich denn zuletzt bei Unity Media damals? Ich glaube 60 MB die Sekunde oder 50 MB die Sekunde. Das war schon ordentlich, ey. Aber als die Gigabit-Sachen angeboten haben, da ging es nur noch bergab bei denen. Deshalb muss ich da weg. Vor allem die Upstream-Raten waren halt einfach Hölle. Wobei die noch gesagt haben... nee, stimmt gar nicht. Da habe ich bei Telekom was gemacht und habe gesagt, ich will ja von Unity Media weg. Und dann habe ich denen gesagt, was ich mache beruflich. Da haben die gesagt, dann bleiben sie doch bei Unity Media, machen den Vertrag ein bisschen runter, nutzen die Download-Rate von denen und sie machen bei uns, bei der Telekom, nur was mit einem niedrigen, auch niedrigen Tarif, mit einem hohen Upstream, wo sie das dazu buchen können. Weil es muss dir vorstellen, das ist Konkurrenzprodukt und sagt dann, du kannst ja eine Backbone-Leitung legen. War schon sehr nett damals, aber ich habe mich dann nur lieber auf einen konzentriert, weil das ja auch natürlich mehr Kosten verursacht, wenn man mit einer Back, also beziehungsweise wenn du noch zur Sicherheit was haben willst. Kann sich die Pressfassung nicht schon voll runterladen? Also laut meinen Informationen scheint niemand beliefert zu sein bis jetzt. Es gibt keinen, der zurzeit auf den Final Release Zugriff hat. So, die gammeln ja hier unten in der Ecke, weil wir haben ja angefangen, die Totems umzubauen. Beziehungsweise aufzubauen. Aber ich muss die mal eben ausruhen lassen. This task takes my mind off the things. Wolltest du das Spiel nicht Sonntag schon fertig haben? Nein, ich habe Sonntag nur gesagt. Sonntag haben wir bei Jagged Alliance 3. Es sieht recht ordentlich inzwischen alles aus. Es gibt nicht mehr so viel zu tun, denke ich. Wie kaputt. Nimm mal die Waffe. Operations initiated. Oh, hat der eigentlich so eine nasale Stimme? Hat er mal einen Schuss durch den Kopf bekommen? Do not worry, I am here. Michael here. Let's go. Also irgendwie... Das Biest müsste hier sein, ist aber gar nicht da. Das ist jetzt nicht so geil. Habe ich die Quest wohl auch kaputt gemacht. Da. Так точно. Let's go. Also wir finden jetzt hier noch eine Statue, die man aufbauen könnte, aber denke ich nicht direkt bei der Hütte vom Biest. Sure. Macht das irgendwie keinen Sinn. Let's move. Let's go. Da ist nix. Follow Igor.
Heading out. Status report. Sector operations done. So, ihr seid fertig mit der Milizausbildung. Ja, sonst gibt's hier nichts zu tun gerade. Können noch Gebiet ausspähen machen. This task, I consider it a hunt. Let's move. Ich kann Proof in Umarmung auszahlen. Sounds good. Mal so, mal so. We're on our way. Farming is useless. I have a beast to track and a treasure to find. Ach, das Biest haben wir doch schon. Sure, we'll get there. Erledigt für dich, so gesehen. My task is finished. I take mandatory meal break now. So, stopp, ihr seid gleich fertig hier. Dann ziehe ich euch nämlich einmal kurz rüber, damit ihr nicht vom Trupp angegriffen werdet. Ach, da ist auch noch eine Skulptur. I have arrived. Where does the hunt lead next? Stopp! Ah, Hilfe! Abbrechen, abbrechen! Oh, Rückzug. Reporting new position. Arrived in sector. Überaus, weil sie die falsche Person bewegt. Aber danke, Yaru, ich brauche keine Legendärmassagen. My contract. Steroid einfach 46.000. It's time to re- Well, that's that. Bezahle einen Söldner, der eine Million kostet. Warum kommen denn jetzt so viele Diamantenkoffer hier lang? Stimmt was mit denen nicht? Das ist ja kein Ärgern, das ist ja... Eigentlich schenkt mir das Game ja Geld, so, aber... Das habe ich Larry mit zum Ausbilder gemacht, Macht nix. So, gucken wir mal hier rein. Die letzte Statue aufbauen. Michael hier. Oder die Oder vielleicht hockt die auch in der Stadt jetzt und wir müssen nur in die Stadt gehen und da mit ihrem Ex-Mann reden. Und da lungert die noch rum. Let us go and get that. Might be protein. Let's move. Wir schauen einfach gleich mal. Auch Granate kannst du da drin lassen. We do it. Hey, what's that? Kräuter. Ach, ich stehe schon davor. Heading out. Gehen wir nochmal zur Stadt, guck ich, ob die da steht. I want break from this task. It is messing with my food and sleep schedule. Unglaublich, der Hund bleibt wirklich im Bett liegen. Wir sind gerade heimgekommen, da hat er sich ins Bett gelegt. Macht er wirklich ganz selten, nur wenn er wirklich total im Eimer ist. Wir waren ja gestern relativ früh auch im Bett. Nee, stimmt gar nicht. Vorgestern waren wir relativ früh im Bett.
Igor ist nicht sein... Also Igor ist der Neffe von Ivan. Es hat nichts mit Daddy oder sonst irgendwas in die Richtung zu tun. Nee, ist nicht sein Sohn. Так точно. Also es hat einen Spruch, wo es auch darum geht, wenn das mein Onkel Ivan sehen würde. Yes, go. Thank you for liberating the workers at Bell O and when this happens every now and again, I slap some random part. Молодец. You have Russian origins, do you? No, no. But my mother was a Bulgarian from Kazanlak, and she worked at the sewing machine factory there. Ah, I see. Special Soviet sewing. Na, AK-47. Bye. Liegt es bestimmt schon auf dem Boden, weil unser Inventar wie immer gut gefüllt ist. Mein Gott. Ich gerade nicht richtig wach. Man findet doch nicht hier immer die AK-47 und die Nachfolger, ne? Weiß es gerade nicht mehr. Ist auch egal. Die ist nicht... Yes? Die ist nicht besser als irgendwas, was ich schon in der Tasche habe. Here, I made some modifications. The entire Russian army worked for years to produce this. You just assemble it in your garage? Уважаю. Genau, und wird dann aus einer AK-74. Bye. See you. Und die AK-74 findest du halt auch so. It is glory. See, look, I attached a few plates to this leather jacket. A field medic's dream come true. Well, this was supposed to be a trumpet, but I just can't. However, with a few modifications. If we bring many parts, can you build Sovietsky Mirny Traktor? Oh, yes. But first, I should build a Beastmobile, or the devilish woman will keep nagging me. Bye. Igor Dolphich. Liegt ja eh alles jetzt hier wieder rum. Grandmommy Gondarsky sent a RPG habe ich ja, die Kevlar-Weste mit Keramikplatten ist ja ganz nett, aber nach 4 Treffern fällt die natürlich auf 40% zurück. Und ist nur Brustschutz. Kyrillisch, weil Ivan Russe ist. Und im Gegensatz zu Igor spricht er wirklich Russisch zwischendurch.
Igor wird einfach bei der EU-Erweiterung zu europäisch. MD present. Ich denke mal, wir machen jetzt auf den Weg. This body weren't made for no damn sneaking around. Ja, schon mit. Den Vater zu retten. Tiefe. I will fall on them like a tree in the forest. Prefer to just walk up and kick their teeth in. Ivan, nein, du meinst nicht. It hurts. Du meinst, Igor ist im Prinzip. Moment, Ivan ist im Prinzip Moskau-Russe. In der Regel. Nee, Moment. Igor ist sehr westlich angehaucht und Ivan ist noch Sowjetunion-Russe. So. Der Satz hat mich jetzt selbst verwirrt. Come on! What? Acknowledged. Ready to shoot. Headshot. Like sneak up. Like sneak up. Come here, enemy. I shoot you. Going there? You mean right now? Edo. Da sieht man einfach den Unterschied zwischen, nee, stimmt gar nicht, Steroid hat falsch geschossen. Hat da immer mehr Steroid verfehlt. Ich dachte eigentlich, hat jetzt darauf getippt, dass Steroid links liegt und Nels rechts. I should be working out. Ready to roll. Looks like I found us some trouble. Das sind ja auch Gegner. I was never good at hiding. Nein, du schießt jemanden an. Oh, Glück gehabt. Huh? Enemies! Got this dweeb in my sights. Also ein M82 gefunden, ich leider noch gar nicht. Wenn das Mini-Me das M82 ist, dann ja, aber ich weiß es nicht. AK-21. Ich benutze zwar unterschiedliche, weil die auf unterschiedliche Munitionstypen nur zugreifen. Mir war es jetzt gar nicht so wichtig, was das ist. Слушаю. I cannot promise this shot. Ach so. Du meinst das Scharfschützengewehr, was der, We should all be flexing our muscles. Was ich Igor gegeben habe. Das PSG-1. Weil das einzige seltene Scharfschützengewehr, was ich habe. Danke, Kritex, für ein Stufe 1 Sub. Can someone help me out? I feel a chance of me not missing. Good odds, I think. Oh, I'm such a loser. Ist kein Loser. I have good shot of enemy. Sure. Wenn es noch eins gibt, dann habe ich das vielleicht nicht gefunden oder ich habe es weggemacht.
Jetzt meckert der Hund, weil gerade ist ein Wagen mit Sirene vorbeigefahren. Was, du folgst 8 Jahre meinen YouTube-Kanal und hast jetzt 3 Jahre abonniert hier auf Twitch? Let's go. Let's go. Da ist aber eine doofe Differenz drin. Let's go. Hey, give me something else to do, man. I don't do well with unstructured time. Ich hab nicht die Munition rübergegeben. Lauf mal dem Trupp hinterher. Ach, scheiße. Ihr seid alle erschöpft. Ich hätte noch warten müssen. Ich gucke Proof Stream, seit er zum ersten Mal bei Hitbox gestreamt hat. Guten Abend, Desperadonzo. Hitbox, das waren noch Zeiten, Kinders. Das war ganz früher. Ich sehe gerade, ich folge Proof auf Twitch seit 2017. Mein Account ist ja auch schon älter, weil ich schon mal ganz früher auf Twitch gestreamt habe, aber das dann aufgehört habe. Wir spielen das gerade auch schwer durch, was du meinst, ist auf Mission Impossible durchspielen. Das kann man in Angriff nehmen. Aber wahrscheinlich nicht sofort. Warten wir mal den ersten größeren Patch ab. I'll get right on it. Warten wir BG3 und den ersten größeren Patch ab. Nicht, dass meinen Leuten die panzerbrechende Munition ausgeht. Du musst noch 3 DLC-Missionen Sniper Elite 5 spielen. Bei Sniper Elite 5, ich habe die Tage nochmal geguckt wegen den Season-Pässen, an sich ist das echt doof, was da drin ist. Also so gut die Missionskarten auch sind, es ist schon ein bisschen teuer, finde ich, den Preis für die 3 Karten oder 2 Karten, die in jedem Season-Pass drin sind. Vor allem wohl bei dem zweiten Season Pass von Sniper Elite 5, da keine Karten drin sein sollen, die irgendwie neue Sets haben, sondern es sieht alles halt aus wie auf anderen Karten. Es wurde halt anders zusammengezimmert. Proof muss erstmal alle Charaktere in Diablo 4 auf Max leveln. Wenn du mir 500 Zuschauer dabei beschaffst, die alle sammeln, durchgehend, alles cool. Wie ich hier Diablo 4 hoch und runter bete. Das Ding brauchst du definitiv nicht. Du weißt ja, Kritex, ich bin großer Fan der Sniper-Serie, aber die Season Pass, das ist einfach, sag ich mal, eher Entwickler-Support.
Wie viele spielst du schon aus der Ingame? Bei welchem Spiel jetzt? Wir reden gerade schon über mehrere Spiele wieder. Also Jagged Alliance 3 sollten wir jetzt so bei circa 50 Stunden sein. Für die Partie gerade. Und wir haben einfach alles gemacht. Laying rubber! Ego, great at hiding. You will see. Or you will not. No problem. Ich glaube, was wir gestern gespeichert haben, wir 48 Stunden irgendwas gehabt. Oh, schön, Tretminen. Well, looky here. A trap. That's cute. Nates macht das schon. Dafür ist er dabei. Das erinnert mich an den Test von Petzold, der meinte, er würde 60 Stunden spielen an seiner Partie und fühlt sich immer noch wie am Anfang. Wo ich denke, ja guter Petzold, du bist anscheinend zu häufig zur Kaffeemaschine gelaufen, während du deinen Test geschrieben hast. Enemy spotted! Aber jeder darf ja in dem Tempo spielen, wie er will. Guten Abend, Rasputin. Ready. Kann man bei Snapdragon 5 immer noch nicht bei gezielten Spielern eine Invasion machen? Das weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das machen wollen würde. Ich habe das immer ausgemacht, weil ich es einfach nur lächerlich und dumm fand. Yes? Moving. Ich habe gestern nach 297 Stunden Pathfinder abgeschlossen. Bin bereit für Baldur's Gate 3. Wobei ich sagen, wahrscheinlich hat Pathfinder. Dauert Pathfinder länger. Baldur's Gate kommt am 3. August am PC, also auf dem PC am 3. August um 17 Uhr raus. Dann ist der deutsche Launch. What's on your mind, Scooter? Und es wäre schön, wenn es Balthasar Gate heißen würde. Wäre ein cooles Spiel. Würde ich zocken. Path of Exile 2, glaube ich, würde ich auch nochmal. Also würde ich auch reingucken. Irgendwie der Path of Exile 1. Fand ich immer schwierig zum Reinarbeiten. Aber der zweite vom Gameplay sieht ja ganz hübsch aus. Vielleicht sollte man der ganzen Sache nochmal eine Chance geben. Ja, Nels hat übrigens schon alles entschärft vorne. Da lagen auch nur zwei Minen. Aber vielleicht gucke ich auch morgen einfach mal Baldur's Gate 3, wie der jetzige Charakter-Editor ist und schaue mal, in welche Richtung ich gehen will. Wobei, so ein bisschen weiß ich schon, was ich machen will. Did I tell you I am great at hiding? Oh. Come on! Quietly? Like this? Tiefe. Quiet. Richtig, Tentakel-Elf. Das ist genau das, was mein Ziel ist. Ich wollte einen dunklen Zauberer machen, der Mopsoro Makri sich verschrieben hat. Das ist, wenn er kleine fliegenden Fledermausmöpse hat. Das sind die Ohren von Möpsen, haben dann Fledermausflügel und die fliegen um den Kopf von mir immer. What? Und dabei quietschen die. Mopsomakri gefällt mir.
Like sneak up. Is there good alcohol in here? Oh, die Kiste, die mit einem Alarm gesichert war, hat aber auf jeden Fall einen guten Inhalt. Nee, du kannst dir nicht sicher sein, was die meisten spielen werden, weil du liegst dann eigentlich meistens immer falsch. Vor allem Magierklasse glaube ich gar nicht, dass das so viele spielen werden, weil Magierklasse halt eine gewisse Komplexität hat. Und weil Baldur's Gate schon sehr lange geht, sollte man einen Charakter machen, den man auch angucken kann. Ich werde mich da nicht so verunstalten. Was soll das denn? Sind schon viele hier. Warum haben die Schweine alle Reaktionsschüsse aufgebraucht? Ja. This one will fall before me. Die, very tiny person. It's okay. Oh, je suis gravement blessé. Got this dweeb in my sights. Putting nails in their coffins. Stopp, lad lieber nach. Exhaust, dweeb. Warum darf ich nicht damit interagieren? Kein Rechtsklick klicken, gar nichts. Ist aber nur bei ihm. Bei anderen könnte ich nachladen und entladen. Ach, wahrscheinlich hat er nicht genug mit 4 AP zu wenig Zeit. Aiming. Also ich hätte auch, wäre auch schon eher in Richtung Caster-Klasse gegangen, weil ich will, normalerweise mache ich immer einen schurkischen Charakter, aber diesmal will ich eigentlich nicht einen Schurke machen. Oh, actually managed to sneak up on someone. Stop it, man! Steroid ist Duke Nukem und viele andere Helden der 80er und 90er Jahre in einem. Das ist seine Rolle in dem Spiel. I move in hiding. I sneak up. Oh, thanks. Now I just need a beer and a smoke and I'll feel like a new man. Wo schießt ihr hin? Take that.
ready to, do stuff. I hide. I sneak kill now. Boop. Yes? Unaware target locked. Ready to roll. Like sneak up. Come here, enemy. I shoot you. Blöp, auch tot. Ready. Oh nein, ich werde mir vorher nicht irgendwelche Klassen zusammenfügt Tutorials angucken. Ja, mit dem Leben, was ich auswähle. Nach 4 Stunden. What? Ich bin nicht sicher, wie viele schon getötet wurden. Mehr als 2, oh. Weniger als 50. Nails here. Find a good position. Also vor allem, das ist eine. MD present. Das ist eine Schlucht. Warum kommen nicht von oben Leute und rollen Steine auf uns runter? Did I tell you I am great at hiding? Не шуметь. Ready. I sneak up. No problem. Shut door, Risky. They will spot Igor. Weil sie ja nicht hochkommen. Es ist halt jetzt der finale Weg zum Major, der auf diesem, also im Adlernest ist. Like sneak up. Da kommen jetzt die Sniper. Kommen wir mal als letztes. Noch ein Überfall-Anführer-Veteran. Und noch einer. Alles für die Maschinengewehre. Die schweren. Ready to, do stuff. Du hast mein Ziel, da durchzulaufen. Okay. That was kinda cool. And also kinda creepy. Warum sollte ich mich in Gefahr begeben? Yes? Ein schöner Kampf. Wenn es doch nur eine Klasse geben würde mit Schild. What? Da muss ja einer von ganz hinten laufen.
Na gut. What's on your mind, Scooter? This little bad boy is disarmed, Scooter. You mean over there? Michael here. Moving. Stat. I sneak up. I sneak kill now. Going right now. Ready to roll. Hope you got a plan, Scooter. Ready. I should be working out. Guten Abend, Morph. I move. Did I tell you I am great at hiding? Du musst dich nicht mehr verstecken. Of course. Acknowledged. Ready to, do stuff. I guess. Ich habe zwar Feedback von Larry and Art, von den von den Baldur's Gate 3 Machern bekommen. Aber ich weiß nicht, wann an die Creator ausgeliefert wird. Yes? Igor Dovich, ready. Nach meinen jetzigen Informationen ist das aber auch, das Embargo ist für den Release-Zeit festgelegt. Konflikt gelöst wegen dem Krokodil, also bitte. Das Krokodil ist hier auf dem Schlachtfeld ja wohl neutral. Oder kriegt das Sold? Heading out. Let's see what we found. Das ist das eigentliche Release-Datum für das Gebiet, 17 Uhr. Ich sehe schon, ihr seid alle Baldur's Gate 3 heiß. Und ich bin einfach nur müde. Let's go. We go. Let's move. Sure. Das Wasser ist bestimmt gesund. We'll go now. So, sollen wir hier vorne gucken, da war ja auch einiges drin. Let's see what we got. Man, oh man. That's sweeter than a Georgia peach. Zwei Stangen können wir hier lassen. Kampfstimulation. Habe ich auch 10 von 10. Nehmen auch die Munition mit. Пошли. Richtig, erhol dich, schlaf ein bisschen. Тут ловушка. Mein Gott, hier gibt's auch noch Tretminen. Well, looky here. Trap. That's cute. Ich glaube einfach, das System im Spiel, übrigens von Jagged Alliance 3, das ist halt ein bisschen doof an manchen Stellen. Warum siehst du denn jetzt da drüben die Sachen? You got it, Scooter. You have orders. Mm-mm-mm-mm.
Da unten ist die zweite Packung. Ready to roll. What's on your mind, Scooter? We go. Sure. Let's go. Ready to roll. On my way. Na, was soll ich sagen? Das Spiel ist halt nicht in der Lage, sowas wie einen Hinterhalt zu machen. Also, ne, die KI ist dafür nicht angelegt. Weil normalerweise, du hast ja hier einen langen Weg. Man hätte ja sagen können, das ist nämlich das Problem, alles kann sich frei bewegen in den Gebieten. Also machst du einmal Krach, alle Leute greifen dich an. Anstatt, dass man sagt, okay, ne, das ist ein Trupp A, das ist ein Trupp B, das ist ein Trupp C, die agieren für sich selbst. Und wenn du einen aus einem dieser Trupps angreifst, dann aktiviert das die anderen aus diesem Trupp. Das ist übrigens wie bei Mutant Year Zero es funktioniert, dass die Trupps zusammengefasst sind und dementsprechend zusammen dann agieren. So als Beispiel, wodurch natürlich hier einen schönen dreifach gestaffelten Kampf gehabt hättest. Ne? Hier vorne am Tor hast du ein paar, die musst du bekämpfen, da musst du halt ein bisschen aufrücken, dann wäre hier wieder eine neue Verteidigungslinie, hast hier oben noch die dritte Verteidigungslinie. Aber das haben die hier ein bisschen verkackt, leider. We're going, right? Das macht das Spiel natürlich einfacher, weil du kannst ja dich einfach hinhocken. Da sind jetzt oben noch zwei Elite-Scharfschützen, die wahrscheinlich den Befehl haben, du musst hier stehen bleiben. Das ist nämlich das Einzige, was so die KI kann. Du kannst sagen, bleib hier stehen, egal was passiert. Ready. What's on your mind, Scooter? Sounds good. Yes? Follow Igor. Also normal kommt hier irgendwas, kann ich nicht so sagen. Ich spiele ganz normal. Ah, Edo. Ready for action. We're moving? We're moving. What's on your mind, Scooter? You got it, Scooter. What? Befehle oder Sachen, die da nicht getriggert werden, kann ich nichts. Yeah. You have order? Sure. Слушаю. Ja. Ready for action. Yes? Michael here. Ready to, I think I can, you know, get him. Huh? Enemies! Ready to... Слушаю. Считаю, уже готовы. Der Elite-Scharfschütze hat uns nicht mehr gesehen. So Elite ist der. Michael here. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Wow. I killed a human being. Which I kind of swore not to do. Target locked. Gordovich, ready. Spring dich und deine Familie um. Ready to shoot. Ready for action. Sounds good. Oh, perhaps we sell this for vodka. Sure. Konflikt we'll gelöst. Status report. Sector operations done. Es ist immer noch fragwürdig, wie viele da jetzt letztendlich waren. Das war ja ein Fragezeichengebiet. My peer counselor always told me I was gonna crash. Hallo Endeffekt. Es gab kaum Tote.
Es hat sich im Rahmen bewegt. Mesa, Mesa. Ich müsste nachgucken, was Mesa bedeutet. Let's try to do this with style. Nails here. What's on your mind, Scooter? I hide. This body weren't made for no damn sneaking around. Das befindet sich leider nicht in meinem Wortschatz. Mesa ist ein Hochplateau. Dankeschön. Wieder was gelernt. This body weren't made for no damn sneaking around. Wir haben gerade die falschen Leute hier hoch. No problem. Trying to be quiet. What? Quiet. I sneak kill now. So wie am Nacht. I will fall on them like a tree in the forest. Tiefe. I move in hiding. Did I tell you I am great at hiding? Nein, ich spiele nicht mit Notz. Ich spiele komplett Vanilla. Wir sind aber so gut wie am Ende auch. I sneak up. I sneak kill now. No problem. Das ist der einzige hier. Kommt ja gleich zurückgelaufen. Die Edelsteine sind nur zu verkaufen. Ich glaube, wir kriegen wieder 2000 Bonus für Erfüllung der Sachen. Ivan, Ivan, bester Mann. 1000 panzerbrechende Munition. Das finde ich beachtlich. Da hat man am Anfang hat man noch richtig Probleme gehabt, jetzt. No problem. Hallo, kleine Armee. Kann ich versorgen mit der Munition. Hallo, wir sind besser ausgestattet als die Bundeswehr. Ausgestattet. Now, prefer to just walk up and kick their teeth in. No problem. I sneak up. No problem. I move in hiding. Wir laufen hier nicht wie in einem Shooter durch. Wir haben einfach gute Leute. Wollen wir gucken, ob hier auf dem Hochplateau noch einer ist, aber ist nix. I move in hiding. No problem. Hauptsache die Bundeswehr ist besser ausgestattet als Frankreich. Ready. Gotta do this real quiet like. Reicht für Frankreich alles. What? Moving. Wir haben Arte gegründet, um Frankreich in Sicherheit zu wiegen. Auf nach Paris. Was? I sneak up. Yes? I sneak. Duh, damn! I think I ripped my pants! I will sneak up like a tree falling in Ach, the forest. Die Franzosen müssen gleich wieder Atomwaffen einsetzen. I sneak up. Ready. Da hinten stehen noch zwei. Oder einer hat das jetzt gesehen. Aiming. This is what happens when you are not properly pumped. Es kann ja nicht immer gut laufen. This is a bad place to be right now. I
I sneak kill now. Kein Schaden. I will fall on them like a tree in the forest. I move in hiding. Du bist zu weit weg von den anderen. Shot to risky. They will spot Igor. Zu weit, zu wenig Zeiteinheiten. Just hold still, damn you! You have orders. Trying to be quiet. Alle hinlegen, weiter. Weil der super Move wäre ja eigentlich, dass wir Ewigkeiten die Ukraine unterstützen im Verteidigungskampf gegen Russland und dann greift die Ukraine uns an. Yes? I don't have a good shot. Das wäre ein Move, ey. Damn. Weil ist die stärkste Armee Europas, wenn man Russland rausnimmt. I cannot promise this shot. Aber wir haben ja gesehen, wie effektiv russische Armee ist. Aber ich will das jetzt nicht so aufbröseln. Ich schaue mir da gerne den Österreicher an, also den österreichischen Armeekanal. Die haben einen ganz netten General oder General und der erklärt immer so unterschiedliche Lagen vom Krieg. Der macht richtig angenehme Videos dazu. Falls man sich damit mal so ein bisschen berieseln lassen will. Yes? Meine Stats von Dr. Poof sind schrecklich. Von meinem eigentlichen beziehungsweise von meinem eigentlichen Hauptcharakter. Ich habe den zwar zwischendurch versucht ein bisschen zu trainieren, aber der war halt so ein Mix-Charakter. Der kann halt alles, aber nichts wirklich gut. Es ist auch keine sinnvolle Idee. I will try to remain hidden. Angenehme Videos über den Krieg, also der erzählt den militärischen Gedanken hinter gewisse Operationen der ukrainischen Armee aufgrund der erfassten Spionagedaten, die man hat, die halt zugänglich sind. Das sind sehr interessante Militärvideos. Da geht es halt nicht darum, alle werden abgestattet, sondern es wird halt militärisches Vorgehen erklärt oder wie eine Bataillonzusammenstellung ist oder warum die Ukraine mit den Panzern halt auch mechanische Unterstützungseinheiten braucht und so weiter und so fort oder ne, wie halt so eine Armee aufgestellt ist von den Ukrainern, wie eine russische Armee funktioniert zurzeit und so weiter und so fort. Ist super interessant eigentlich, so von den Grundmechaniken, wie so nicht wie Krieg funktioniert, sondern wie, sag ich mal, diese militärischen Gedanken dahinter sind. Hope you got a plan, Scooter. Das erklärt er auf YouTube der breiten Öffentlichkeit. Also sind immer Analysen, ne? Das ist halt, wird auch am Anfang gesagt, also, ne, man nimmt halt die Daten, die verfügbar sind und erklärt das. Ready. Also soweit ich weiß, ist Österreich nicht in diesen Krieg involviert und kann gerne auf Basis der Daten, da sein eigenes Militärwissen einfließen lassen. Du kannst ja selbst entscheiden, ob das dann fachgerecht ist oder nicht. Also es ist auch nicht irgendwie bezogen darauf hin, Ukraine ist toll, Russland ist böse oder Russland ist böse, Ukraine ist toll. Es ist einfach eine komplett sachliche Analyse von unterschiedlichen Aktionen in diesem Kriegsgebiet. Yes, go! Total unaufgeregt. Wahrscheinlich, aber wird aber auch sehr viel geklickt inzwischen. Gott sei Dank gibt es auch so ein paar Infokanäle, die nicht nur auf Meinungsmache unterwegs sind, sondern einfach nur informieren. I make Uncle Yvonne proud with this shot. Weil von den aggressiven, alles am besten schneiden kann und so, Kanäle gibt's ja genug. You may kill us, but I refuse to yield. Whoa. This is bad location.
I must relocate. Going. I have good shot of enemy. Oh. I do it. Ja, wir müssen sich anfangen mit dem Nicht-Vegan, ist nicht okay. So schön. Ich halte nichts von radikale. Vom radikalen, ja, sag ich mal. Das ist halt. Du kannst mit einer Meinung in der Mitte nicht polarisieren und dementsprechend nicht wachsen. Also sag ich mal, wenn du bekannt werden willst, kannst du mit einer moderaten Meinung, sag ich mal, auf Fakten und auf Ideen und auf Möglichkeiten, kannst du in Deutschland oder im Social-Media-Bereich nicht groß werden. Ist leider so. Nur die Radikalsten in den unterschiedlichen Gruppen werden, sag ich mal, sehr bekannt. Laying rubber! Du kannst dich vor meine Wohnungstür kleben, ich steige einfach über dich drüber. Also da habe ich jetzt nicht so das Problem. Totaler, wenn du einfach aufhörst, sag ich mal, direkt immer verurteilend zu sein, können wir uns gerne auf vielleicht Augenhöhe unterhalten. Ich bin dafür immer bereit. Sehr gerne. Ich habe dir nur darauf hingewiesen, dass es ganz interessante Videos gibt über Militärtaktiken und die jemand präsentiert. Das ist alles. Und ich sitze nicht in Militärkleidung, sondern ich sitze in einer Flecktarnung, die zum Beispiel auch für Jagd genutzt wird oder für Paintball. Oder das ziehen auch Leute gerne mal zum Angeln an, weil die denken, die Fische können die sehen. Einfach vor der Kamera, weil es zum Spiel passt, ist nichts Schlimmes. Das ist sehr reflektierend. Vielleicht ist es falsch zu sagen, es sind angenehme Kriegsvideos, weil Krieg ist immer schlecht. Krieg ist immer Kacke. Es sollte besser gar keinen Krieg geben, aber ich bin da auf der Seite auch immer ein bisschen realistisch. Du kannst schwierig sagen, dass es keine Armeen geben wird, weil irgendjemand wird es ausnutzen. Also das ist halt leider menschliche Natur so ein bisschen. Finde ich. Was willst du machen? Also was ist, wenn deine Werte bedroht werden? Wie willst du dich verteidigen? Mit Worten und der knallt dich ab. Dann denkst du so, okay, ne, das ist halt Machtausübung. Sind wir alle nicht gefeit vor. Richtig schwierig. Was willst du machen, wenn alle anfangen wieder aufzurüsten? Ja, du kannst nur mitziehen. Du kannst nicht sagen, ja, das ist jetzt ein Fehler der Diplomatie und so weiter. Kalter Krieg war ein gegenseitiges Aufrüsten zum Beispiel auch mit, was aber nie eskaliert ist. Also es gab ein paar Momente, da hätte es eskalieren können und dann wurde halt abgerüstet danach, weil es ist halt auch schweineteuer. Also das ist eigentlich der Grund, warum man eigentlich sagen müsste, nee, diese Aufrüstungswahn ist totaler Schwachsinn, weil es kostet einfach so viel Geld. Ich meine damit, dass der Proof, du meinst bestimmt, das Video an sich ist angenehm für den Zuschauer produziert. Also ich teile ja selten Videos, aber das ist halt super unaufgeregt und super fachmännisch und super interessant einfach. Es sind halt einfach Informationsvideos, um sich ein bisschen zu bereichern, wie Militärtaktiken funktionieren oder wie ein Konstrukt des Militärs ist. Also ich glaube, ich drücke mich hier auch nicht falsch aus, ne? Ja, unsere Werte, die sind natürlich alle unterschiedlich und das ist auch das Problem der Individualgesellschaft. Werte gehen dann irgendwann so weit auseinander, dass das sehr schwierig wird. Follow Igor. Achso, ich heile ja gerade noch, deshalb. Thanks. Now I just need a beer and a smoke and I'll feel like a new man. Jetzt reden wir doch wieder über viele andere Sachen. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Wir wissen alle, was du meintest, nur einer nicht. Ja, aber es ist ja...
man kann ja trotzdem versuchen zu reden. Ich glaube zwar auch, man kann nicht alle retten. Ist leider so. Ivan, gut. Этот похож. Muss auch sagen, ich bin da zurzeit ein bisschen angeschlagen. Hab vor ein paar Tagen meinen Bruder auf dem Weg, sag ich mal, mehr oder weniger verloren. Der hat mich halt blockiert. Weil der sehr nach rechts abgedriftet ist. Ihr wisst, ich sag, für mich ist AfD nichts. Ich finde, AfD ist mir zu durchwachsen. Die haben halt so ein starkes rechtes Lager im Moment immer noch. Und die sägen ja die Leute, die extrem rechts sind, gar nicht ab. Das ist ja toleriert in der Partei. Das macht das halt schwierig. Aber ich sag, wenn du AfD wählen willst, dann wähl halt AfD. Es ist ein gutes Recht, wir sind in der Demokratie. Und mein Bruder ist halt, sag ich mal, sehr da eingesumpft im Moment. Will ich auch nicht so viel noch zu sagen. Aber es ging eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Es ging halt um Spanien, die Wahl, wo die SPD gratuliert hatte, den spanischen Sozialisten, dass die ja nicht die Wahl verloren haben, sondern ein gutes Ergebnis haben. Und das ist ja die Wahrheit. Aber dann hat er halt wieder gesagt, so, ja, hier, das ist ja, guckt euch die verlorenen Leute an von der SPD, alles Heuchler, sagen, die haben gewonnen, die haben gar nicht gewonnen. Dann habe ich darauf gesagt, also, das stimmt ja nicht. Also, die haben 2 Sitze dazu gewonnen in Spanien. Die haben, obwohl die vorherigen Umfragen gesagt haben, sie würden massiv verlieren, haben die 2 Sitze dazu gewonnen. Die rechte Partei in Spanien hat komplett verloren, also beziehungsweise ganz stark abgebaut. Und die Konservativen haben was dazu gewonnen, aber die haben keinen Koalitionspartner. Die arbeiten mit der rechten Partei in einigen, also in der Koalition, wohl in einigen kleineren Gebieten in Spanien, aber können nicht regieren, so wie es gerade ist, weil alle gesagt haben, die wollen mit der rechten Partei nicht arbeiten, von diesen Kleinstparteien. Also du hast ja in Spanien eigentlich drei Big Player, also 2 Big Player. Dann hast du die Rechten, die irgendwie jetzt bei 30 Sitzen sind, und dann hast du die ganz kleinen Parteien. Und jetzt können die Sozialdemokraten eigentlich wieder regieren. Und dann hat er mich so angegriffen, mein Bruder, und hat mich dann geblockt danach. Ne? Dann fing er auch an, du Klugscheißer, lass die Scheiße, ich muss mir hier nichts anhören, das habe ich auch schon anderen gesagt. Aber schmeißt halt in den Status immer wieder Sachen rein, die falsch sind, ne? Es geht mir eigentlich immer darum, klar, du kannst die wählen, aber du musst halt auch wissen, also das ist ja nicht gelungen, das ist halt das, was passiert. Allein die Kommentare, die jetzt auf dem Europa, was ist das, was sie gemacht haben? Die Vorbereitung für die Europawahl der AfD. Du musst dir ja nur ein paar Interviews davon angucken. Da denkst du dir einfach, du musst die Reichsflagge wieder aufhängen zu Hause manchmal. Ansonsten wirst du abgeführt irgendwann. Super schwierig. Super schwierig. So viel meine Meinung. Aber wählt, was ihr wollt. Dafür sind mal Leute gestorben. Aber ich bleib dabei, wenn AfD an die Macht kommt, dann muss man sich in Zukunft nicht mehr viele Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass dann Wahlen lange bleiben. Hey, Scooter! I got an idea for an off-road challenge. What do you say? Let's go! Been loud, und das ist nur eine Meinung, das ist keine Tatsache. Hostile in sight. Duh! Damn! I think I ripped my pants! Moving. It is a shame they will not be able to watch me move. Also zu dem Diktaturthema hat vor ein paar Tagen eigentlich jemand, ein Satiriker, was ganz Gutes gesagt, fand ich. Wir haben 40 Jahre unter der CDU gelebt. Die hat fast 40 Jahre am Stück mit einer kleinen Pause regiert. Da hat keiner von Diktatur gesprochen. Jetzt sind 2 Jahre andere an der Macht und plötzlich sind wir in der Diktatur. Und das, fand ich, hat die Situation super genau getroffen. Wie absurd, sag ich mal, diese Anmaßung ist. Mir schon mit. Damn, I think I ripped my pants. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Prefer to just walk up and kick their teeth. Also vorher gab es viel, viel mehr Anzeichen dafür, dass wir hier in Diktatur unterwegs wären, weil wir einfach Ewigkeiten dieselbe Regierung hatten, mit ganz, ganz minimalen Änderungen, weil die CDU einfach sich einen Partner auswählen konnte. Be quiet now. Prefer to just walk up and kick their teeth in.
Ja, die Leute, Corona-Maßnahmen haben alle belastet in der Zeit. Aber, sorry, ey. Guckt euch mal an, was in China los war. Und hier regen sich Leute auf, dass sie ein Stück Stoff vorm Gesicht hängen müssen, wenn sie mal eine halbe Stunde im Einkaufsladen stehen. Das ist halt... Okay. Schwierig. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft ein bisschen egoistischer geworden ist im Vergleich zu früher. Weil jetzt einmal alle, sag ich mal, gezwungen wurden, mal an andere zu denken. Und du kannst halt, sag ich mal, in der Gesellschaft lange, sag ich mal, auch nur wenn du an dich denkst, überleben, ohne Probleme. Aber Corona hat halt einfach das so ein bisschen gesplittet. Vor allem glaube ich auch, das ist auch eine persönliche Meinung. Ich glaube schon, dass viel, sag ich mal, auch Trollnetzwerke aus Russland und sowas, dass das wirklich existiert. Also, ne, es ist immer noch schwierig zu sagen, das zu beweisen. Die Ukraine hat ja zum Beispiel wohl auch irgendwelche Netzwerkringe oder sowas und hat Videos davon gepostet, wo einfach hunderte Handys sind und die, sag ich mal, Stürme machen sollen in anderen Ländern, um eine gewisse um das Land so ein bisschen zu destabilisieren. Ich glaube, da ist relativ dabei, das ist auch, wenn du so ganz viele Sachen guckst, so was die AfD auch verbreitet oder, sag ich mal, was sehr gegen Regierungspolitik geht, das wird komischerweise von zig Accounts geliked auf Twitter. Ne, Twitter ist, sag ich mal, schon so eine Blase, die da auch sehr... What? Sehr genutzt wird. Ich denke schon, dass da doch so ein paar andere Hände noch mitspielen. Trying to be quiet. Good odds, I believe. I hide. Dann hast du noch die ganzen, sag ich mal, Hetzer-Kanäle, das ist ja auch noch schlimm. Weißt du, er kann ja AfD wählen, aber oh, da macht er in deinen Status News von Reichelt rein. Oh mein Gott. Wo irgendwie jede zweite News kannst du in 5 Minuten widerlegen, weil sie einfach nur gelogen ist und gehetzt. Also, super schwierig. No problem. Ready to roll. Ready. I was never good at hide and seek. Also wenn du dem Reichelt glaubst, dann bist du wieder schon ganz tief im Sumpf drin. Das ist leider so. Ja, er hält super plump und das Schlimme ist ja, die Finanzierung ist ja immer noch nicht geklärt. Es gibt wohl einen Bezug zum rechten Flügel der CDU. Irgendwie, dass da wohl Finanzierung hinter wäre für ihn, was natürlich auch in der Berichterstattung so ein bisschen ankommt. Also er hat einen Geldgeber wohl angeblich, das ist übrigens auch ein bisschen spekulativ, also es gibt so den einen oder anderen Artikel, den man findet darüber. Der, sag ich mal, den bezahlt dafür, dass der genau das tut, was er gerade tut. Und dann rennen das hin und dann gucken sich Leute Reichelt an, wo das überhaupt total undurchsichtig ist, wie das überhaupt zustande kommt mit der Informationspolitik. Und dann hast du... Dann hast du dieselben Leute, die rennen dann halt rum und sagen Lügenpresse zu, sag ich mal, ich glaube, 96 öffentlichen Radiosendern und irgendwie 29 Programmen, die natürlich alle kontrolliert werden. Wobei die AfD selbst in ihrem Programm hat, die wollen ja die GEZ abschaffen. Laut Programm ist ja okay, ich bin auch kein Fan von der GEZ. Aber die GEZ ist ja eine unabhängige Finanzierung, das ist ja nichts von der Regierung eigentlich. Das ist ja auch keine Steuereintreibung. Das ist, man muss da immer so, ne? Es ist keine Steuereintreibung eigentlich, deshalb wird es nämlich nicht von der Steuer eingetrieben, aber vom Finanzamt. Das ist ja eine eigene Institution, die berechtigt ist, sage ich mal, diese Gebühr zu erheben bei jedem Haushalt in Deutschland. Was wollte ich jetzt, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, und die AfD will das ja breaken, kaputt machen, wollen aber ein freies Informationsnetzwerk schaffen. Also das wird ja extra so formuliert. Ein freies Informationsnetzwerk, was aber aus Steuergeldern finanziert wird. Also eine richtige Regierungsmedienlandschaft, ne? Russisches Vorbild. Dann kriegst du mich richtig Propaganda-TV. Und das finde ich halt immer super schwierig, Leuten beizubringen. It hurts!
Weil es eigentlich eine Umverteilung, ne? Geht jetzt zu sagen, wir machen die GEZ-Gebühr weg, aber eine Refinanzierung kommt dann aus dem Staat. Dann wird die GEZ, sag ich mal, zwar platt gemacht, es gibt eine Refinanzierung aus dem Staatshaushalt. Und dann wird halt wirklich vorgedichtet. Dann kommen halt die News aus Berlin nur noch. Dann kommt wieder beim Kreml, ne? Was sind die neuesten News, die wir sagen können aus dem Kreml? Und die neuesten News aus Berlin, was wir sagen dürfen. Es gibt so viele öffentlich-rechtliche Sender und die sind viele politisch kritisch. Also du musst halt das auch nutzen, das Angebot. Ich bin jetzt auch nicht einer, der ständig öffentlich-rechtlich guckt. Aber es kommt halt wirklich darauf an, was du hörst oder was du guckst. Also ich mag Deutschlandfunk zum Beispiel sehr gerne, weil die sehr unpolitisch unterwegs sind. Das ist immer sehr sachlich. Also als Radiosender höre ich den sehr gerne. Die sind auch total unaufgeregt und halten sich an dem, was man weiß meistens. Als in München dieser Amoklauf war damals, also in einem Kaufhaus und so weiter, da habe ich die erst richtig lieben gelernt, weil alle anderen Sendern so, Amoklauf in München, so und so viel, sind verletzt und bla bla bla. Und dann hast du Deutschlandfunk angemacht, dann hieß es, wir haben eine Benachrichtigung bekommen über einen Amoklauf in München, also einen maßgeblichen Amoklauf in München. Es ist überhaupt noch nichts bekannt über Anzahl der Verletzte oder ob es Tote gab oder was genau da passiert ist. Sobald es was Neues gibt, werden wir uns dazu melden. Das war der Deutschlandfunkbeitrag. Alle anderen Sender und so weiter total am Ausrasten. Das Schlimmste auf der Welt ist gerade passiert. Am Ende war es ja gar nicht so schlimm, was da in München passiert ist, in dem Einkaufszentrum damals. They have zero chance. Our manliness is overwhelming. Und ich denke, dass der Fokus bei Gendern und Klima halt so ist, du kannst Leute damit erreichen. Das ist halt eine mediale Geschichte. Du postest natürlich Sachen, die Einschaltquote bringen oder die die Leute interessieren. Und das Gender-Thema ist halt so aufgebläht worden von den Aktivisten und vor allem nicht mehr von Leuten, die betroffen sind. Das kommt ja auch noch dazu. Sorry, wir machen heute ein bisschen viel Talk außenrum. Weil da haben Leute so ein bisschen das Thema gefunden. Finde ich ganz schrecklich, wenn Influencer, mein Thema ist jetzt Pride. Ja, ich bin auch dafür. Lebt, was du willst. Liebe für alle, macht, was ihr wollt. Ich finde, dass keiner in seiner Sexualität eingegrenzt werden sollte oder da drin, als was er sich fühlt. Oder, ne? Aber ich würde damit halt nie so hausieren gehen. Und sagen, ja, das ist jetzt meine Fahne, die ich schreibe. Das macht man dann, ja, kann man halt mal ein Pride-Fähnchen auf den Tisch stellen und alles sowas. Ah. Ist ja auch okay, ist ja auch so ein Statement. Oder man geht halt zum CSD und postet das mal. Aber ich glaube, viele Leute machen das auch, um daraus im Moment zu profitieren. Und die blähen das Thema erst so richtig auf, obwohl es halt eine relativ kleine Gruppe betrifft. Also, ne? Es ist schon richtig, dass der Hauptteil der Gesellschaft sollte die kleine Gruppe unterstützen. Das ist aber eine Sache der Allgemeinheit, also der Starke beschützt halt den Schwachen, wo es halt eigentlich so schon richtig ist. Und da wird halt nicht drauf rumgehauen. Weil dann haben wir die Situation, wir haben irgendwo wieder einen Sündenbock und der ist halt an allem schuld. Und das ist halt nicht richtig. Du redest ja über Gender und Pride und in der echten Welt auf deinem Bildschirm, da sterben Menschen. Forward for the Legion. Ich war auf dem CSD in Berlin und hatte einfach Spaß mit meinen Freunden. Ich fand das so schlimm mit dem CSD jetzt wieder. Es gibt ja natürlich so Diskreditierungsvideos, wo aber heute die Leute dasselbe machen wie früher RTL mit der Gamescom. Jeder erinnert sich noch an den Gamescom-Bericht von damals, wo die den Typen mit dem Bauhütchen auf dem Kopf unterhalten haben. Ne, dann hast du die 3-4 Leute, die du findest. Oder auch ein paar mehr, ne. Es ist ein Event, da kommen 100.000 Leute hin. Du wirst in 100.000 Leuten die 10 Beklopptesten finden und die wirst du interviewen. Weil es einfach lustig ist. Und die Leute sagen dann, die haben alle einen Schuss nicht gehört. Und ich glaube, das ist beim CSD auch jetzt beim letzten so gelaufen. Aiming. Das ist halt so eine gewisse Diskreditierung. Es gibt auch ganz viele Leute, die sind nicht kaputt, ne? I move in hiding. Du kannst dich davon schließen, wenn eine 14-Jährige im Video auftaucht und die sagt, die ist bipolar, schieß mich tot. Ist noch gar nicht gesagt. Wenn die ein bisschen älter ist, wird sich das vielleicht nochmal umändern. Ne? Das ist halt gerade so diese Selbstfindungsphase mit 14.
Igor, great at hiding. You will see. Or you have order. Sag ich mal, wenn es damals schon, als ich jung war, CSD gegeben hätte, so mit ich 14, 15, hätte ich wahrscheinlich da gestanden, hätte gesagt, oh, ich bin hetero, aber irgendwie auch nicht, dann bin ich auch noch sehr emotional, dann habe ich dann irgendwie das Gefühl, manchmal vielleicht bin ich doch homosexuell, vielleicht sollte ich mal einen Mann daten, bla bla bla, ne, so ein bisschen verwirrt. Und später denkst du so, ja nee, ich bin doch 100% hetero, weil ist so, ich bin leider normal, also nicht normal, normal ist das falsche Wort dafür. Ich bin leider hetero. Nee, leider ist auch da. Warum sage ich immer leider dazu? Es ist halt einfach so. Es ist einfach, ich gehöre zu dem größeren Teil der Bevölkerung, der einfach nur hetero ist. So ist das dann. Ohne Tendenzen zu irgendwas anderem. We're going, right? Man ist einfach der Durchschnitt. Follow Igor. Du bist so normal, Kotzwürg. So ganz normal bin ich auch nicht, arbeite nur an mir selbst. Und ja, ich war mit 17, glaube ich, Goss, 16, 17 rum, da habe ich dann schwarzen Mantel gekauft und habe auch Nietenhalsband und Nietenhandschuhe und sowas getragen und Nietengürtel. Aber da habe ich irgendwann gemerkt, dass die Goss-Szene mir dann doch irgendwie ein bisschen doof war. Und bin dann, sag ich mal, mehr so in Emo gegangen, aber eigentlich nicht so traurig, sondern eher so Indie-Rock mit so ein bisschen Emo-Style. Du sitzt in Camouflage vor der Kamera, ist das normal? Das ist alles Entertainment. Hallo? Das gehört ja mit ein bisschen dazu. Ich hab viel ausprobiert, war auch mal Hip-Hop. Und dann habe ich irgendwann gemerkt für mich selbst, ich muss für den Wunsch, also für meine Ausrichtung an Musik, muss ich keine bestimmten Klamotten tragen. Das war eigentlich so meine spätere, mein späteres Gefühl. Ich muss mich nicht in eine Gruppe von Klamotten zwängen, nur weil ich eine gewisse Musik höre. Ich benutze einen Greenscreen und keinen Bluescreen, aber dadurch, da ich eine relativ hochwertige Kamera benutze, also die Sony ZV-1 und das, sag ich mal, Upcapture, das Signal, kann man da auch mit grünen Klamotten vorsitzen. Let's move. Weil ein Greenscreen ist ja relativ hellgrün. Hätte ich mal diese Erkenntnis gehabt von meinem Backstreet Boys Tattoo. Jetzt verarschst du uns, Batman. Du hast kein Backstreet Boys Tattoo. See enemy now. Best soldiers fight and do tasks. Same time. Без вопросов. This body weren't made for no damn sneaking around. Ich würde dich nicht verurteilen. Ich fand, ich war auch Backstreet Boys und NSYNC und sowas fand ich doof. Yes? Da war ich ja noch jünger, war ich ja 14, 15. I sneak kill now. Ready to roll. I will fall on them like a tree in the forest. I go. Huh? Ready. Moving. Der sieht nice gerade. I was never good at hide and seek. Na gut, obwohl er mit dem Rücken zu uns steht übrigens, sieht er uns. The foreigners are here. Two arms. Heute mit dem Abstand muss ich aber sagen, dass ein paar Songs wirklich gut produziert sind. Es sind halt Ohrwürmer. Das ist das Problem. Das hast du als Jugendlicher nicht so mitbekommen. Nails here. Nice clean shot from here. Did I tell you I am great at hiding? Ich mag sogar Miley Cyrus. Oh, I have good shot for stealth kill.
stealth kill possible. Should look good on the report. Ja, die hat sich ja auch verändert. Da ist ja, sag ich mal, ein Musikartist, der sich ja auch schon sehr gewandelt hat in seinen unterschiedlichen Rollen. Und Tokyo Hotel, die gab es nie. Wow. I thought they would spot me for sure. Yes? Yeah. Tokyo Hotel hat das geschafft, was Modern Talking Jahre vorher geschafft hat. Du hast ein Lied geschaffen, was keiner gehört hat, angeblich, aber jeder kennt. Ready to roll. I should be working out. Also, als ich meine Hip-Hop-Phase hatte, habe ich eigentlich fast nur Eminem gehört. Let's open this. Als ich dann ein bisschen älter wurde und die Leute angefangen haben, so Sido zu hören zu seiner Anfangszeit, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Spasti, so in etwa. Tut mir leid, viele haben Sido am Anfang natürlich sehr gefeiert, aber für mich war das dann nichts. Da habe ich gedacht, das ist einfach nur... Also dieser typische deutsche... deutscher Hip-Hop, der doof ist. Die Skeletthand am Grund des See gehört definitiv einer Frau. Ja, schön, dass wir jetzt eine AK-47 finden, die gut ausgebaut ist, aber haben wir ja alles schon. Wir haben nur Just for Fun Sido gehört manchmal. So als, guck mal, was das Michael für here. Scheiße ist. Ja. Mein Block, meine Straße, mein Beton. Aber ich finde, der hat eine gute Entwicklung gemacht. Also der hat ja wirklich später geschafft, auch mal Musik zu machen. Vor allem kann ich ja eh den Vogel abschießen, weil ich vor, muss ich überlegen, in der vierten Klasse war ich nämlich auf dem Prinzenkonzert. Auf der Wir sind Millionär-Tour. Und was Peinlicheres gibt's nicht. Also selbst in der vierten Klasse war das schon out, als ich in der vierten war. Ja, da sind wir früher mit, und dann haben die mit einer Kanone falsche Geldscheine ins Publikum geschossen. Come on. Also mit dem Wir sind Millionär-Logo drauf. Let's go. Die Prinzen ist das, was der Osten uns geschenkt hat, um uns zu vernichten, als die Mauer gefallen ist. Sure. We go. We do it. Ja, peinlich als Kelly-Familie, das habe ich auch nicht verstanden früher. Aber Kelly kam danach. Yes, go. Take a look at this. Oh, ein Stein mit Munition drunter. We're going, right? Also die Ossi-Version von den Ärzten. Ja, nur nicht so langlebig. Let's go. I will use this time to hunt.
Jetzt sind die Ostdeutschen. Saarländer bitte mit abfertigen. Was hast du gegen einen Teil meiner Vergangenheit? Also einen Teil meiner Familie. Let's move. Okay. See enemy now. No problem. Mein Dad kannte zwei der Prinzen privat. Naja, ich denke auch, die Prinzen, das ist so eine Band, die sind später einzeln auf Geburtstagen aufgetreten. I sneak kill now. I hide. Не шуметь. Trying to be quiet. Не шуметь. I sneak up. Quiet. I hide. I move in hiding. Stealth kill possible. Should look good on the report. Zu wenig Schaden. They have visual. Let us fight for glory. So, aber schön, dass wir wechseln vom politischen Talk. Aiming. Oh, oh, Safe man! Слушаю. Ready. Nails here. MD present. Good chance of me, not missing. You would not scare us! Good. С тобой я в разведку пойду. Als Berliner kenne ich nur eine Himmelsrichtung Osten. That was almost as good as I would have done it. Hä, als Berliner yes? Tanze doch den ganzen Tag deinen Namen und freust dich, dass du atmest. Какой план? Ready for action. Moving. Irgendwann letztens hat einer mir, wollte der mir Berlin als eine tolle Stadt verkaufen. Aber ich war ja schon ein paar Mal in Berlin. Und ich finde, das ist sehr... voll die Vorurteile. Nee, ich fand in Berlin fand ich eigentlich am schlimmsten, dass du wirklich in jedem öffentlichen Verkehrsmittel angebaggert wirst. Um Geld. Bzw. angebettelt wirst. Das fand ich echt befremdlich. Das hast du nämlich hier bei uns überhaupt nicht. In den Städten am Pott. Hey Dweebs, you wouldn't last a second in a biker joint. Igor Dovich, ready. Und hallo, ich komme aus der zweitärmsten Stadt Deutschland. Hör auf, ich arbeite bei der U-Bahn. Und hier haben wir es nicht mal, also, ne? Ready to, do stuff. Duisburg. Duisburg ist inzwischen die zweitärmste Stadt. Trier ist die ärmste wohl seit ein paar Jahren. Also vor ein paar Jahren haben die gewechselt den letzten Platz. Weil wir sind so arm, wir dürfen nicht mal unser eigenes Budget verwalten. Das macht ja Düsseldorf für uns. Target locked. You will pay for these foreign dogs. You are good. You should probably get metal. War mal in Berlin in einem Restaurant, da hat ein Inder bedient und mich darauf angesprochen, dass ich selbst nach langer Wartezeit noch freundlich war. Fand er sehr ungewöhnlich. Der normale Berliner, der zieht ja die Hose runter nach 10 Minuten und kackt auf den Tisch. Deshalb. Den Inder kennen wir alle. Aber ich finde, Berlin ist halt eine, doch ist eine tolerante Stadt. Wenn du nirgendwo sonst in Deutschland akzeptiert wirst, in Berlin wirst du akzeptiert. You have orders. Und das meine ich jetzt nicht negativ, das ist ja eine positive Geschichte von Berlin. Viele gehen ja, sag ich mal, aus diesen Gründen nach Berlin. What's on your mind, Scooter? About to drop the hammer on this one. MD present. Pretty good odds, I think. Ist auch der einzige positive Punkt. Better at the shooting thing. Aber ich von der Bar nachts bei Berlin zurück zu meinem Hotel gefahren bin. Ich habe ein Hotel jetzt nicht, sag ich mal, in einem schönen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Ortschaft das war, aber es war nicht sehr schön. Ich habe das auch schon mal erzählt, mein damaliger
Der Rezeptionist, der abends mich empfangen hat, war einer mit solchen Armen und tätowiert komplett, der gesagt hat, ja, warum bist du hier? Ja, ich habe hier Event, ich habe hier so ein Network für YouTube und wir treffen uns hier gerade alle in Berlin. Wir hatten jetzt gefeiert. Ich meine, ja, solche Business-Leute wie dich haben wir normalerweise nicht hier. Wenn hier einer aufmuppt, wir haben hier eher Partygäste, dann sagst du mir Bescheid, den schmeiße ich dann raus. Das war so ein Hotel, da gab es keine Türen in den Kleiderschränken, weil da immer Leute reingeflogen sind. Da hieß es, um 8 Uhr gibt's Frühstück, aber da waren erst die Angestellten um 9 Uhr da, die Frühstück gemacht haben. Als ich mich morgens um 8 Uhr da hingesetzt habe, da hat man mich richtig doof angeguckt. Vor allem war ich gar nicht. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist so 8:30, jetzt gehen wir runter zum Frühstück. Da war ich der Erste. Ich fand's aber trotzdem angenehm. Waren nette, kernige Leute. Oh nein, wir haben Absturz. Ja, weil ich mich hingelegt habe. Aber ein guter Zeitpunkt, die YouTube-Folge zu breaken, dann können wir nächstes Mal mit dem Start des Kampfes wieder einsteigen. Wir haben zu viel über Berlin geredet, direkt Abriss. Berlin ist eine schöne Stadt, bitte sieht das nicht so negativ. Berlin hat bestimmt auch schöne Ecken. Die müssen halt noch aufgebaut werden.